Stammtisch, Ottis Stammtischbrüder, Stammtischschwester, Matthias Schriefel, wir haben uns immer umgeschaut nach Talenten und er ist eines der größten Trompetentalente, die dieses Land zur Zeit hervorbringt gerade, oder bleibt da so. Und im YouTube unter Yeti mit Y oder Yeti und Schriefel oder unter Erfindung des Jazz. Entdeckung des Jazz. YouTube. So. Hab's noch alle gesehen, dann kann er gehen. Ich bin stolz auf diese Entdeckung, das ist ein ganz begabter Mensch. Und das gehört in Schlachthof zu uns. Also willkommen zur letzten Ausgabe von Otti Schlachthof. Oh. Ist schon aus, oder was? Zu einer Stunde Kabarett und Comedy und Musik heute mit den Heimatlosen Günter Grünwald, Helmut Schleich, Urban Priol, Willi Astor, Christian Springer, Monika Gruber und Michi Altinger. Ich habe Sie gesehen, Herr Schneider. Liebe Stammtischbrüder und Stammtischschwestern. Ja. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja. Als ich heute Morgen erwachte, letztmalig in meiner öffentlich-rechtlichen Zelle, da fragte ich mich, was bringt mich dieser Tag außer weiter? Und schlief sofort, wie so oft, wieder ein. Und mich träumte, ich sei am tiefsten Punkt der Talsohle von ganz Bayern angelangt. Als plötzlich ein total erschöpfter, hörbar DDR-Stämmiger, Schauspieler, im Tölzer Alpinisten-Alltagsoutfit, neben mir bayerisch radebrechend sagte, ganz schön stressig, bis man da herum ist. Aber ich sage, wir sind doch in der tiefsten Talsohle Bayerns, tiefer geht's doch gar nicht. Ja, das war lang das Niedrigste. Aber dann kam der Horm ist der Horm. Ja, wenn euch das sogar gefällt. Dann geht euch eh nichts ab. Und das wusste ich, das sind die wahren Stammtisch-Taugenichtse, wo der Mensch dem Menschen ein Wolf. Lupus der Gesichtslose. Anti-amerikanistisch müssen wir leider sein. Am Scheideweg lehnen wir Alpenländer jedoch den Coetus Petreus ab.
Aber wir grübeln. Ich habe gezweifelt, ich habe gegrübelt, ob solch geheimnisvollen Traum, meine Tekels, denn Mitternacht rückt näher schon und vor uns ein neuer Tag in Gotteslohn. Dank himmlischer Gehälter des Bayerischen Rundfunks, der Ehrensold der festen freien Mitarbeiter, nicht einmal die himmlischen Haarscheren können sie beschneiden. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Und damit sind wir in meinem politischen Testament, liebe Freunde. Prophezeiungen aus der Vergangenheit, aus Pech und Schwefel, bei einer chromblitzenden zweirädrigen Maschine sitzt lachend der Teufel und entpuppt sich nach einem kurzen exorzistischen Schoßgebet als Sukuba Latex. Bayerische Pfingst aus Franken. Kurz St. Gabriele Pauli, Landkreisprinzessin, die Rätselhafte. Und sie fragt mich, welche Vögel meinst du haben den Schwanz vorne? Und ich sage Kastelruther Spatzen. Übrigens, ich habe immer selbst gesprochen. Außer Christian Fonse Springer sprach aus mir. Mein neues Programm wird übrigens heißen, das kommt im Herbst nächsten Jahres raus, wird heißen, Ottfried Fischer jetzt noch langsamer. Dann die Frage aller Fragen, Pauli, Sphinx, Sie erinnern sich. Was regiert die Welt? Schnödes Mammut. Das Mammut könnte Johnny Wallner heißen. Den kennt keiner mehr, gell? Sechs Telefonate auf Staatskosten. Ist an sich ganz günstig. Und im Feuerrot des anbrechenden Humors tauchen aus allen Himmelsrichtungen die apokalyptischen Reiter auf von 1 plus über BR Alpha bis Opel Omega. Und sind jetzt, keiner weiß warum, 10 Minuten zu früh am Hauptbahnhof. Und aus dem Schlund der Drachentiere ruft es, da brennt nix so. Da brennt nix so. Bei der Probe, will ich erst da hätten sehen sollen. Da brennt nix so. Guter Anfang sind immer zwei. Guter Anfang sind immer zwei. Einmal wehret den und einmal innewohnt. Also auch zweimal Zauber. Zauberer. Nennen wir das Ganze doch Siegfried und Roy. Das wünscht Ihnen Ihr Alexander Dobrindt. Ja, vielleicht kennen Sie das aus. Mit der Pauli endet dann die frühchristliche Zeit in Bayern. Jetzt darf der Landeschef schon mal Horstl heißen. Oder gar Siegmund beim BR. Aber nur mit dem Zusatz Gottlieb statt katholisch. Und die Splitterpartei CSU fusioniert mit den Piraten und scheitert an der 5%-Klausel wie der Schlachthof. Allerdings wir an der absoluten Mehrheit. Und Lothar Matthäus wird Trainer bei den 60er. Weil es Otti Schlachthof nicht mehr gibt, der sich allein Fragen traut. Ja, sagt mir Löwen, ist schon Lorbleck nur. So. Servus. Der Michi, schön, dass du da bist. Lang du es nicht mehr. Was ist los? Lang mache ich es nicht mehr, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Jetzt machen wir noch mal die Sendung miteinander gescheit, reiß dich zusammen, sitz dich mal gescheit hin, danach gehst du Ruhe geben. Ich sitze eh gescheit. Jetzt pass auf, ich habe für dich was mitgebracht. Ich wollte eigentlich ein Denkmal für dich errichten lassen. Aber das erlebe ich ja nicht mehr. Was?
Ja, das ist Beate. 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 Was musst du Beate sagen? Beate, so krank bin ich auch nicht. Die Beate ist seit Anfang an dabei bei Otti Schlachthof. Ja, das kann man sagen. Nur bei der Lufthansa, da erlebst du ja nichts. Tausend Dank, Beate. Tausend Dank. So. Ja, jetzt möchte ich aber sagen, was ich da habe für dich. Und zwar, ich war eigentlich schon am Viktualienmarkt und wollte einen Brunnen aufstellen für dich, aber da haben sie mich erwischt. Jetzt habe ich aber da noch was anderes. Ich traue mal in der Öffentlichkeit nicht viel. Jetzt pass auf. Mein Bruder ist doch Goldschmied, das weißt du ja. Und der hat da was gemacht. Ha? Was sagst du jetzt? Er hat gemeint, das ist so eine Mischung aus Helmut Kohl, Franz Josef Strauß und Marilyn Monroe. Rausgekommen tut Ottfried Fischer. Ja. Helmut Schleich ist schon auch dabei. Ja, und schüttelt sich auf und sagt schon, im Saal kann man es jetzt schlecht sehen, gell? Wir müssen alle schauen auf der Mediathek, da ist es dann genau zu sehen, dieses Ding. Ich tue es ein bisschen daher, dass das da ist. Ottfried, wir haben heute 60 Minuten, um mal zu machen. Ja. Aber ich würde jetzt einfach mal so eine Runde vorschlagen. Wir machen heute Schluss, wenn es du sagst. Oder? Ja. Ja. Okay. Meine lieben Freunde, es ist leider zu Ende. Wir müssen zum Schluss kommen. Ja, buh, buh. Ich höre 60 Minuten, buh. Also das ist Wahnsinn. Okay. Da ist sogar noch was drin. Schau mal, da ist sogar noch was drin. Und zwar, das ist ein Kuvert. Die Rechnung. Nein, das ist ein bisschen... Nein, ich wollte einen anderen Gag machen. Ich hab gesagt, ich hätte jetzt gesagt, da ist ein bisschen ein Geld drin, kauf da was, weißt selber, was dir gefällt. Das wollte ich jetzt aber... Sau teuer was. Sau teuer. Ich bin da ja ein bisschen was wert, oder? Ja, ein bisschen schon. Du, jetzt trinken die zusammen, jetzt sagen unsere ersten Gäste. Ich glaube, ihm gebe ich einen Schlachthof. Er hat heute so schön geschrieben im Merkur über mich. Oh. Ja, habt ihr das jemand gelesen? Da gibt es diesen alten Witz, wo der Bauer seine drei Söhne hat. Der eine kriegt einen Hof, der andere kriegt ein Auto und der dritte kriegt einen Sack voll Mumpeln. Weißt du, was Mumpeln sind? Hat der dritte auch gefragt. Wir kommen zu unseren ersten Gästen. Ja, ich habe ein bisschen husten müssen. Ja, ja, natürlich. Das ist live, das ist alles echt, das muss alles sausen. Ja, natürlich, wir haben halt Zeit. Nun aber ein ganz besonderes Paar auf die Bühne bitten. Sie ist die absolute Traumfrau aller Liebhaber. Bayerischen Kabarett. Und er ist ein großartiger bayerischer Polizsatiriker. Vorhang auf für Monika Gruber und Sherlock Christian Springer. Lieber Ottfried. Ottfried Fischer, wir lieben dich als... Benno Bergkamer aus der Bulli von Tölz, als Pfarrer Braun, als Felix Summerer aus Zur Freiheit, als Funzkerl. Und der Oljelund. Genau, was? Der Oljelund. Oljelund, hat jetzt der Ikea schon ein Regal aus ihm gemacht? Nein, der Ottfried Fischer als Oljelund. Ja, du meinst einen roten Stuhl? Nein, im Kommissar Beck hat Ottfried Fischer den Oljelund gespielt. Ja, ich kann jetzt auch nicht alle Rollen aufzählen, verstehst? Es wird eh schon ein bisschen viel Geschiss gemacht um ihn. Ja. Ja, sie hat schon recht. Es war einfach, man muss nicht 4 Wochen drüber reden und schreiben. Der große Ottfried Fischer, der geniale Kabarettist, tritt ab und was weiß denn ich noch? Die Mondlandung war ein Scheißdreck dagegen. Man kann... Das ist jetzt eine Laudatio.
Wer sind denn wir? Wir bleiben übrig. Wir sind da nur noch geistlose Gag-Amöben. Pointen-Junkies. Präpotente Wortspiel-Nachwuchsleid und ständig dieses Geheule seit 4-5 Wochen. Jetzt hört er auf. Der Ottfried Fischer hört auf, sogar der Obama hat gewarnt. Es geht einem wirklich schön langsam auf die Nerven. Ehrlich? Ja, es war ja eh ein Zufall, seien wir ehrlich, der ganze Lebenslauf. Ja. Wenn die nach dem Zweiten Weltkrieg die Grenzen nach Tschechien ein paar Meter ein bisschen anders verschoben hätten, da, wo er herkommt. Ornatsöd. Genau. Kennst du das? Ornatsöd, das ist Niederbayern. Da fahren sie hinter Deckendorf, dann Passau, dann fahren sie links die Hügel auf, 28 Kern, da speibst du viermal. Links. Links die Bredewand rein, dann an dem Wahlplakat vom Adenauer vorbei. Und hinter der Kurve ist dann Ornatsöd. Genau, ist ja euer kirchlicher Ausdruck, Ornat, ja, ist ein liturgisches Gewand. Was, Ornat, ja. Kirchliches Gewand? Was ist dann Ornatsöd, am Papst der Unterhosen oder was? Also, ja, jetzt. Das ist eine Laudatio, jetzt bitte reißt jetzt. Also Ornatsöd, wenn die da die Grenzen ein paar Meter verschoben hätten, dann wäre das heute nicht im Bayerischen Wald, sondern in der Tschechei. Und er wäre der Karel Fischer aus Ornatsvici. Ja. Und hätte sicher nie Kabarett gemacht. Ja, sondern tschechische Gebrauchtmöbel vertickt. Ja, schau, guckst du, rote Stuhl fast wie nein, mehr sag ich nicht, die ist von Lastwagen gefallen. Aber man weiß es nicht, vielleicht hätte er Fernsehen gemacht, tschechisches Fernsehen. Ja. Heute nicht irgendwie und sowieso, sondern Lolek und Polek. Ja. Aber heute in einer Person. Ja. Ja. Aber wir wissen ja alle, die Grenzen sind nicht verlegt worden. Er ist einer von uns und er gilt als ganz, ganz großes Vorbild. Ja, das hätten sie gern gehabt. Aber schau dir noch mal irgendwie und sowieso an. Ja. Das kannst du nur noch im Nachprogramm zeigen. Das ist ja für Kult? Zuschauer. Nein, das ist für Zuschauer unter 21 gar nicht mehr geeignet. Ja. Warum? Ja, jetzt überleg einmal. Schau, ein Bauernbub mit Semmelknödel-Handicap, mit Drang nach Höherem, das ist quasi die bayerische Version von Forrest Gump. Forrest Gump? Das ist doch nicht. Was heißt da? Forrest Gump? Das ist der Bushido vom Wald, jetzt überleg einmal. Sie lachen, mit Übergewicht auf einem viel zu kleinen, auffrisierten Moped-Hocker, ohne Helm, dafür mit lauter Musik und mit einer Hand freihändig einen Himbeerjoghurt fressen. Das ist doch kein Vorbild. Ja, ist Wetten, das. Na, Wetten, das ist Sackhüpfen. Das gibt Punkte. In Flensburg, da dreht sich doch der Ramsauer im Grab um. Ist der Ramsauer gestorben? Nein. Ja, aber seine Ideen sind von vorgestern. Sagt der Mann, der die alten Anzüge vom Gottschalk aufträgt. Ja, auf alle Fälle. Nein, jetzt pass auf, jetzt zurück, es ist halt doch ein Laudatio sein, pass auf. Also wir müssen den Ottfried loben. Ja, er ist ein sehr engagierter Mann, er engagiert sich sehr für, Herrschaft, das war's, glaube ich, ich hab's doch aufgeschrieben gehabt, für die Dings, sag mal. Die 60er? Nein, schon was mit Perspektive. Es war, Herrschaft, ich hab's doch gehabt, für die Milch, er setzt sich sehr für die bayerischen Milchbauern. Ja, das darf ich jetzt nicht so raushängen lassen. Ottfried Fischer und Milch, die sind mir die allerliebsten, die sich für was einsetzen, was selber gar nicht konsumieren, was nichts damit zu tun. Da kannst du gleich an Putin für Amnesty International werben lassen. Nein. Das ist ja das Gleiche. Weißt, da kann er sich ja dann gleich für Randgruppen einsetzen, was weiß ich, für schwule, einbeinige Geißelschneuzer, die als Kind in Klärschlamm von Großlappen reingefallen sind. Wen meinst du mit Klärschlamm? Dobrindt, Hadertauer, Bronald? Jetzt hören wir mit der Politik auf. Wir sind heute Abend da, um den großen Ottfried Fischer zu ehren als einen der ganz, ganz Großen dieser Zunft. Es ging los, sein erster Satz im deutschen Fernsehen war... Den Leberkäse muss probieren, den habe ich für selber gemacht. Der erste Satz. Doch. Nein. Ja, sicher. Nein. Der erste Satz. Nein. Doch, ich habe doch nachgeschaut. Doch, den Leberkäse muss probieren. Heilig. Erster Satz im Fernsehen, den Leberkäse muss probieren, den habe ich für selber gemacht. Das war Zeit genug. Großartige bayerische Serie mit... Bitte? Sonst wird er schlecht. Langt zu, sonst wird er schlecht. Zeit genug bei der Musterung mit Ernst Hanauer. Das kann nicht sein, Ottfried, der erste Satz im Fernsehen, das muss was Gescheites gewesen sein, was Lateinisches wahrscheinlich. Ja, er gilt ja in der Szene als der große Intellektuelle. Ja, der Primus inter pares. Auf Deutsch Gescheithaferl. Ja. Und nicht nur Latein, er kann auch Griechisch. Oh, obwohl, das ist schon wieder gut für die Zukunft.
Ja, wenn das jetzt mit Otti Schlacht auf aus ist, dann kann er nach Griechenland gehen. Die haben doch Krise. Ja, er ist ja krisenerprobt. Wird ein Schuldenberater. Der Ortfried wird der Peter Zwegert von der Akropolis. Ja, und wenn er Pech hat, werden sie Insel nach ihm benennen. Ja, eher Inselgruppe, der Koloss von Aphrodisiakus. Und da hat er schön, weil von der anderen Insel winkt, von Mykonos winkt der Christian Ude rüber. Was heißt, der baut einen Tunnel rüber zu ihm wahrscheinlich. Oder nein, mit einer Meerestrambahn, in der er Radl fährt rüber zu ihm. Ja, von der italienischen Seite winkt der Berlusconi zu, weil er sitzt ja da im Gefängnis, also in einem Frauengefängnis, das er sich selber baut hat natürlich. Ach, aber schön. Das Wichtigste von uns allen, die wir als Vertreter unserer Kabarettzunft hier stehen, bitte vergiss uns nicht. Ja, denk ab und zu noch an uns, Ottfried. Auch wenn die Sendung dann nicht mehr Otti Schlachthof heißt, sondern von einer großbusserten preußischen Gewinnerin von irgendeiner Casting-Schwachmatten-Sendung moderiert wird und Janins Tresentalk heißt oder irgend sowas. Oder Hock die Hera, Sumo Mira. Ja, san mir, aber der Horm ist der Horm. Und es ist so schade, wir könnten jetzt früher zeigen, was noch so alles passiert ist, aber jetzt wird es halt niemanden mehr geben, der kurz vor der Sendung in die Maske reinkommt und Drecker die Witz verzeiht. Genau. Mein Lieblingswitz war immer, wenn er reinkommt und so gesagt hat, kommt ein Bratschlauch zum Apfelstrudel ins Ofenrohr. Ja, oder der, wo die Jakobs ist, das mit dem Beckenbauer und Swingerclub gegen ja, oder am FKK, Christkindlmarkt von Sylt. Ach, Ottfried, und wir werden dann runtergehen, hier von dieser Bühne, und dann werden wir zum Tisch gehen und da bist dann nicht mehr du. Mit deinem verschmitzten Geschau, wo man nie genau weiß, sagst du jetzt was Liebes oder was Gescherz. So wie Gröber in Wedi Kachi. Und das war das Liebe. Und wenn nach der Sendung das Publikum weg ist und die Techniker abgebaut haben, dann wird es niemals mehr geben, die um 2 in der Nacht da herum auf der Bühne italienische Opernarien trällert und unten hören 3 Besoffene zu. Wer war der Dritte? So, ja, und wir wollten noch... Auf jeden Fall, wir haben ein Dankeschön zu sagen. Ja. Wir haben ganz viel gelernt von dir. Wir bedanken uns für diese vielen, vielen Jahre. Und in diesem Sinne, veni vidi vici. Hast 1-2 gesuffen. Lass die da. Michi, mach mal du weiter, ich bin in einer halben Stunde wieder da. Der ist aus Arting, der hat's mal aufpassen. Jetzt ruf ich am Feld. Ja, schon, aber. Er kommt vom Metzgermeister, nicht vom Konditoren. Können die Leute überhaupt lesen, was da oben drauf steht? Oder wenn ich jetzt kipp, fällt's aber, oder? Ja, nein, das ist ein kippen, da steht Ornatz Öd steht drauf und ich glaube, der Konditor hat sich ein bisschen hart, oder? Ja, das ich glaube, das ist eine Torten. Das ist eine Torten. Eine Prinzregententorten für einen Prinzregenten. Leck mich fest. Und die schneiden wir jetzt gleich. Und du machst das Flascherl auf. Das machen wir jetzt sofort. Auf. Also. Deine Becher. Aber meine Bücher, warte mal. Aber ihr müsst mich zwingen dazu. Ja. Also. Ich schneide. Unter Protest. Diese Torte an. Warte, ich halt schießt und du schneidest. Und zwar sofort, dass das endlich vorbei ist. Gut. Warte, ich zieh's aus, ich draus. Ich hätte fast das Kleine für mich abgeschnitten. Wir müssen schauen, dass ein Gräten drin ist. Ich finde, wir könnten dabei noch ein paar Klassiker-Witze erzählen vom Ottfried. Oder? Jetzt muss ich mich umdrehen, weil sonst ist mein Arsch im Fernsehen. Monika. Wir könnten kurz... Müssen wir weitermachen? Den kennt jeder. Jetzt seid ihr so narrisch, wir haben doch keine Zeit. Yes, zum Präsidenten. Was war das?
Wir müssen mal dabei. Lass mal anstoßen. Wo sitzt der? Da. Da. Ein Präsi von 60, Herr Schneider. So. Dann mach ich das dabei. Ich sag jetzt das, was der Ottfried normalerweise sagt. Mein nächster Gast ist wunderbar albern und dabei ganz schön hinterfotzig. Hier ist der großartige Musiker und Wortspielmeister Billy Astor. Servus. Habe ich die Ehre? Grüß dich. Umarmen, natürlich. Sie haben sich aber eigentlich kurz Zeit. Ja, kurz, macht keinen Stress. Kriege ich auch was. Ja. Das ist ja. Achso, habt ihr schon? Monika, hast du vielleicht eine Serviette für mich? Ja. So, danke. Nimmst du das? 60er Servietten. Was hast du da? Bleibt dir nichts anderes übrig, weil sonst. Ich will gerade zu Monika, ich glaube, du hast vorher was zwischen die Zähne gehabt. Ich muss nur irgendwas bauen. Schau, für den Willi extra. Für den Willi habe ich die richtige dabei, Schaki. Das sind die richtigen Servietten. Ja. Das sind die gescheiten Servietten. So, also, ja. hier sitzen. Also, gibt's hier Ruhe? Hat jetzt jeder nicht. Ottfried, ich habe da ein bisschen was mitgebracht. Ich hab heute Nachmittag die Biene Meier getroffen. Die hat mir was mitgegeben, und zwar das da. Das ist der faule Willi. Schau mal. Ich warte schon. Geh noch weiter. Das ist der faule Willi, das ist der Ast und das ist ein Ohr. Was das auch immer. Ast bedeutet. Da ist ja ein Paar. So, wunderschön. Das ist traumhaft. Ist dein Bruder auch Gold Schmidt? Ja, mein Bruder ist auch Gold Schmidt, genau. Das ist ein Wahnsinn. Genau. Willi Astor. Genau. Betreuungsgeld. Jawohl. Du bist ein frischer Vater? Naja, sagen wir mal so. Also, nimmst du die Betreuungsgeld in Anspruch? Wenn ja, in Prinzregententorte oder wie? Also Ottfried, Entschuldigung, wen interessiert denn jetzt an so am Abend die Frage nach dem Betreuungsgeld? Ja. Wenn du jetzt sagen würdest, das tut mir so leid, dass ich aufhöre, ich bereue das, dann gebe ich dir 100 Euro Bereuungsgeld. Mein lieber Ottfried. Ich bin ein Weggefährte von dir. Du warst der erste Kollege, der mich besucht hat, 1985 bei meinem ersten Programm. Da waren ungefähr 15 Leute da, also genauso viel wie du selber. Und du bist seit dieser Zeit ein mir sehr wertvoller Mensch gewesen. Wir haben immer Kontakt gehabt und eine sehr nette, kollegiale Freundschaft gehabt, für die ich mich sehr bedanke. Und du hast mir bei dem ersten Besuch, den du gemacht hast, dein allererstes Buch, das hege ich wie einen Schatz, hast du mitgebracht. Ich habe das aufgehoben. Und zwar, das ist ein Buch, das ist vielleicht jetzt nicht ein ganz großes, bekanntes Werk von Ottfried, wo er über 281 Seiten über sein Verhältnis zu seiner Fahrradlichtmaschine schreibt. mit dem Titel Ein dicker und ein Dynamo. Und ich weiß natürlich durch das, dass wir natürlich einen privaten Kontakt haben von ein paar Sachen, die Öffentlichkeit nicht weiß, wie zum Beispiel, er war ja schon ein Kinderstar damals in Niederbayern, er hat eine Doppelrolle gehabt bei dem doppelten Ottchen. Und natürlich hat natürlich auch ganz klar angefangen, ganz unten. Er hat ja in einem französischen Restaurant gejobbt, als er 17 war, als Weinbergschneckenanimateur. Und dann war er im Tierpark, hat er sich was dazu verdient als Igelstachelpolierer. Und ich weiß noch ganz genau, der erste Satz, den du gesagt hast, als du diesen Kommissar von Tölz gespielt hast und ein Model aufgehalten hast auf der Straße, und dann hat das Model zu dir gesagt, ja, meint der Bulli mich? Also in diesem Sinne, ich möchte dir herzlich danken, ohne Häme, aufrichtig für deine Freundschaft, und du bist ein großartiger Mensch. Ich werde den Willi nie vergessen, wie er mit einem Schulterabriss hier in die Sendung eingesprungen ist, wenn man an uns als Gast abgesprungen. Und dann hat der Willi einen solchen Ballon unter dem Arm gehabt, ist er da hier hingesessen und hat die Sendung durchgezogen. Das war eine ganz tolle
Freundschaftsgabe, das hat mich unheimlich gefreut. Und seitdem hast du bei mir einen Stein im Brett. Du kannst also solche Sachen alle bei mir sagen, du bist ja nicht besser. Weil so jetzt nochmal. Nein, du musst über das Betreuungsgeld reden. Wenn er nichts sagt, musst du was sagen. So jetzt was sagen? Ich wollte euch fragen, was ihr zum Betreuungsgeld sagt, aber ist das jetzt ein Thema? Ich frage ihn. Aber ich kann auch was sagen zum Betreuungsgeld. Ich kann das nicht mitnehmen, weil ich muss jetzt, ich brauche jetzt eine Überleitung für mein Solo. Ich kann jetzt nicht einfach so rum. Ach so, mir dich? So, Überleitung. Geh auf mit einem bis Solo. Ich darf das nicht, ich trinke dabei noch was und mache ein Solo. Meine Damen und Herren, er ist ein enger Weggefährte von Ottfried Fischer. Wir sehen jetzt auf der Bühne den grandiosen... Ja, aber ich kann es nicht lesen, ich habe meine Brille nicht auf. Ich kann da ganz normal weiter moderieren, aber ich weiß nicht, wie lange überhaupt noch was kriegt. Darin, das ein bisschen, was ich da jetzt habe, das nützt jetzt aus. Genau. Und also mach dein Solo, wenn du meinst. Mach dein Solo. Mach dein Solo. Nein, es war jetzt wirklich die beschissenste Überleitung, die diese Sendung gerade hat. Ich wollte wirklich was. Was? Sie kam von Herzen. Becher abnehmen. Was habe ich? Den Becher möchtest du in der Hand. Den habe ich extra mitgenommen. Ach, zum so Trinken. Das ist klar. Oder nimmst du es immer noch? Ich wollte bloß noch mal sagen, falls jemand noch nicht gehört hat, ich spiele jetzt ein Solo. Und zwar, ich wollte was sagen zum Betreuungsgeld, wollte ich sagen. Beziehungsweise. Brauchst du uns dazu? Nein, jetzt lass mich mal machen, weil sonst tragen wir die da hinten alle durch. Ich wollte was sagen zum Betreuungsgeld, also nicht über das Betreuungsgeld selber, sondern vielmehr über Leute, die das gar nicht brauchen, das Betreuungsgeld. Also mehr so diese profilneurotischen Eltern, die mit dem Projektkind, weißt du, diese mein Haus, mein Auto, mein Hochbegabter, also so. Ich wollte einfach was machen über Dreckseltern. So. Das war ganz gut. Im Grunde waren wir zufrieden. Wir haben im Grunde alles erreicht im Leben, was man braucht. Und da kam eben nochmal der Gedanke auf, irgendwas muss noch kommen, irgendwas muss noch passieren, irgendwas muss noch sein. Wollen wir nochmal ein dickes Auto, einen besseren Hund? Kind war zunächst gar nicht der erste Gedanke. Meine Frau ging ja doch schon strenger auf die 40 zu. Ich meine, Sie wissen, was ich meine. Sie haben es ja gehört, es ist ja klar. Wir haben uns für das Kind entschieden und ich muss sagen, wir waren zunächst begeistert. Mit 6 Monaten konnte sie laufen, mit 8 Monaten machte sie Flickflack. Und zum Thema auf den Topf gehen kann ich nur sagen, sie kam bereits sauber zur Welt und sie hat fest vor, es auch bis zum Ende zu bleiben. Es wird natürlich in alle nur erdenklichen Richtungen von uns gefördert. Sie malt, sie tanzt, sie reitet, sie spielt Cello und Klavier, auf Wunsch auch gleichzeitig. Und sie war die Beste im Kursus chakrisches Tantra-Stretching auf Moosboden. Es ist ein tolles Kind, ich habe sie erst letzte Woche wieder gesehen, ich bin begeistert. Ihr Problem war eben von Anfang an, sie war... Entschuldigung, das war der Sekt jetzt. Ihr Problem war eben von Anfang an, sie war allen anderen Kindern um Welten überlegen. Bis zur Einschulung hatte sie keinerlei Kontakt zu anderen Kindern. Wir hatten das bewusst vermieden. Und so war natürlich der erste Schultag ein Riesenschock. Als sie nach Hause kam, lautete der erste Kommentar, Vater, du machst dir keine Begriffe, nur kognitiv unterentwickelte Krüppel. Und sie meinte, die Lehrer. Sie leidet sehr unter dieser permanenten Unterforderung. Wir sind nur noch beim Allergologen. Sie ist hochgradig aggressiv. Ich möchte sagen, sie hat ADHS. Ja, ich möchte sagen, die Lage wird für mich und ihre Mutter, also meine Ex-Frau, wird die Lage doch allmählich bedenklich. Und ich finde, hier kann man doch mal die Schule und ihre Lehrkräfte in die Pflicht nehmen. Wissen Sie, ich frage mich allmählich, wozu gibt es eigentlich Pädagogen? Ich habe selbst 2 Semester im Nebenfach Pädagogik studiert, ich weiß, wovon ich spreche.
muss ich mir da Sätze anhören wie: Entschuldigung, aber eine Sonderbehandlung Ihrer Tochter ist leider nicht möglich. Wir haben auch noch andere Kinder zu betreuen. Was soll das? Da spricht die Politik ständig von der Förderung der Eliten. Bitte schön, Menschen wie meine Tochter werden einmal die Stützen dieser Gesellschaft sein. Und da werde ich doch erwarten können, dass ein ausgebildeter Pädagoge in der Lage ist, mein Kind in die Richtung weiterzuentwickeln, die ich vorgegeben hatte. Ich finde, das musste einmal gesagt werden. Danke! Das war's! Das war doch ein wunderschönes Solo, da sollst du mal anders spielen. Ja, ich wollte halt auch mal ein Arschloch sein. So, jetzt, ja, lieber Otto, bevor wir jetzt weitermachen, haben wir für dich noch ein paar... Du musst deine Absage sprechen. Ja. Von meinem Solo die Absage. Jetzt beruhig dich erstmal, das war super. Ich muss ein bisschen runterkehren. Das war Michi Altinger mit seinem Solo. So, und jetzt? Genau. Ich bin... Michi, jetzt lass mich reden! Pass auf, wenn da jetzt... Michi, wenn da jetzt ein Mehl drin wäre, dann wäre das ein Bechamel. Fest? Und dann ist das ein Bechamelsauce. Ja, genau. Ah, verstehe. Gut, so, jetzt haben wir wenn das auch. Also ein Tier mit zwei Höcker drin, weil da war kein Mehl drin. Ja. Kein Mehl drin, verstehst du? Ja, ich habe innerlich jetzt sehr gelacht. So, jetzt, meine Lieben, lieber Ottfried, wir sind nicht die einzigen Kollegen, die dir heute etwas wünschen, etwas sagen wollen. Gut. Nicht alle haben Zeit gehabt, dass sie heute kommen, aber die sind uns nicht ausgekommen. Wir haben sie voraufgezeichnet. Vorhang auf und Matz ab. Der Ottfried ist für mich der Größte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ottfried, schiebe euch. Alles sitzt beieinander und ich kann nicht, weil ich auf der Bühne stehe und auch jetzt hier wieder im Einsatz bin, wie du siehst. Also, ich wünsche euch einfach eine wunderschöne letzte Sendung. Also, der Ottfried bedeutet vor allen Dingen für mich, dass er ein ganz großes und beeindruckendes Vorbild ist. Aber natürlich nicht nur der Größte, sondern auch der warmherzigste und liebste Kollege, den ich habe, mit einem wunderbaren niederbayerischen Humor, der natürlich auch ziemlich gut zu mir passt. Ja, also der Schlachthof war eine fantastische Gelegenheit für mich als Berliner, mich einem fremden Kulturkreis zu nähern. Sehr freundliche Menschen, sehr entspannte Situation. Also ich fand am allerbesten das Ding mit den Ottifanten. Ja, oh, das mit den Ottifanten war gut. Das war ja sein Durchbruch damals. Das war ein großer Durchbruch. Großer. Lieber Ottfried, ich wollte dir immer schon mal sagen, also das passt jetzt nicht daher. Dass ich ihm von Herzen verbunden bin, dass er beim Bayerischen Kabarettpreis meine Laudatio gehalten hat. Das hat mich extrem gerührt, habe ich ihm schon gesagt, aber ich sag's dir nochmal. Und ich würde dir gerne mal sagen, lieber Ottfried, mein Lieblingswerk von dir war tatsächlich der Räuber Hotzenplotz. Ja, also das mit der Krabat war auch gut. Krabat war, und die kleine Hexe. Oh, unglaublich, großer Fan. Also Ottfried wünsche ich natürlich, dass er mit all seiner Kraft weitermachen kann und trotzdem einfach die Mischung hat zwischen dem Genießen und dem, was er sonst auch beruflich immer gern macht, auf der Bühne stehen, Bücher schreiben und dass man es oft singt. Was, Ottfried Fischer, hört auf! Ja, aber jetzt lesen. Erst wenn die Flüsse aufwärts fließen und die Hasen Jäger schießen, dann erst werden wir dich vergessen. Dein Zwangsensemble. Ottfried, mein Lieber, alles Liebe und Gute. Und wie er bei uns sagt, Glück auf. Da. Ich bringe auf die Kollegen. Und ich hab immer gemeint, ihr mögt es mich nicht. Können wir das schnell miteinander lesen da jetzt? Morgen um 20.05 Uhr senden die Radiospitzen auf Bayern 2 einen Beitrag mit dem schönen Titel Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Alles über Ort des Schlachthof finden Sie unter bronline.de. br.de. Und jetzt kommen die nächsten Gäste. So, und jetzt habe ich noch mal ein Duo für Sie, und zwar was für eines. Der eine wäre ohne uns nichts, weil er parodiert und karikiert. Der kann schon was anderes aus, weiß nicht, aber das wird sich sehen. Und sie sind gemeinsam unausstehlich, schlagbar, unschlagbar. Super Typen,
gute alte Freunde. Hier sind die multiple Persönlichkeit des Bayerischen Kabinetts und des fleischgewordenen Nemesis von Angela Merkel, Helmut Schleich und Urban Priol. Ja, meine Güte, Helmut, merci. Ich sag, der Tod Das fand ich immer, wenn wir hier rauskommen, dann ist es wette Bette, was, wenn ich diese Melodie vermissen würde. Ja. So, jetzt müssen wir auch noch, ne? Ja, ja. Mir jetzt auch noch. Es gibt aber auch so vieles, worüber man reden müsste heute. Ja. Gerade heute. Ne, wie heute, wie so heute. Vieles. Wie heute Morgen, wie die geguckt hat, der Albtraum Europas, also unsere Kanzlerin, ne, nachdem der EU-Gipfel versemmelt war, wie die auf ihre eigenen Mundwinkel gedreht. Es war herrlich. Aber es gibt so viele, es gibt so vieles, was wir, Griechenland zum Beispiel. Nahost, ja. Gaza, Hamas. Ja, Fernost. China. Und natürlich Fischer. Ja, genau, der. Noch nicht ein Wort hat man von diesem Depp gehört, über diese Verhandlung, was herbeigeredet wird mit dieser schwarz-grünen Koalition. Ein Albtraum. Ja, das werden halt jetzt auch nicht so wahnsinnig interessieren. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich unterhält er sich mit dem Schröder gerade wieder über seine Energieberater-Honorare. Es geht hier nicht um den Turnschuhfischer, es geht um den Ottfried Fischer. Ottis Schlachthof. Priol, ich glaube, Sie verfehlen gerade das Thema. Ja. Ja, ist ja, stimmt ja, natürlich. Wir sollen ja heute alle auch noch salbungsvolle Worte. Jetzt ist uns Zehner gefallen. Der Ottfried! Der Ottfried, ja. Aber ich glaube, Urban, wir zwei sind einfach viel zu klein, um eine Persönlichkeit vom Format Ottfried Fischer angemessen in diesem Rahmen. Viel zu klein. Müssten eigentlich ganz andere. Müssten ganz andere. Sie meinen, gewissermaßen. Ja, sicher, Leute von Gewicht. Wenn ich nur daran denke, wie diese rote Kanalratte Ottfried Fischer damals in meinem Namen bei diesem Waldheim angerufen hat. Ein Skandal erster Kajüte war das. Ja, stimmt. Bei dem österreichischen braunen Präsidenten im Sackgesicht. Eine Unverschämtheit. Da hätte ich ihm am liebsten persönlich, hätte ich ihn in den Schlachthof geführt, diesen Fischer. Aber aus in den Schlachthof, in eine Abdeckerei hätte ich ihn am liebsten geführt, weil er ist ein Fischer damals da. Er war... Und jetzt ist er selbst bald Geschichte. Der Waldheim. Ja, der sowieso, aber auch der Ottfried. Was macht denn der jetzt eigentlich ohne seinen Stammtisch? Keine Ahnung. Der Waldi hat's ja auch geschafft. Sag mal, meinst du, dass der von der Post vielleicht auch so Briefmarke bekommt mit sich drauf, so wie ich? Eine Briefmarke ist was für einen unterfrankierten Oggersheimer. Der Ottfried Fischer kriegt von mir einen neuen Stammtisch. Einen Stammtisch in der Walhalla. Da werde ich gleich und sofort persönlich ein posthumes Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk am Telefon führen, mein lieber Mann. Ja, ja. Aber beeil dich, bevor der Seehofer wieder anrufen lässt. Aber oder dieser Söder. Ja, oder der Dobrindt, der solche Pappnasen überhaupt telefonieren wird. Da bist du ja du auf der Briefmarke lieber wie der am Telefon. Oh. Aber Franz Josef, wir wollen doch den Ottfried loben und nicht mich. Was machen wir jetzt ohne ihn? Schau, weiter, immer weiter. Da fehlt die Fußnote, der Spruch ist geklaut. Der ist vom Oliver Kahn. Oh, das tut mir leid. Das darf man einem alten 60er wie dem Ottfried nicht antun. Was? 60 ist der auch schon? Sag einmal, Helmut, du kriegst langsam überhaupt nichts mehr mit, oder? Dement sana in corpore sano. Wie der Lateiner sagt. Ja, nein, da sag ich lieber jetzt, lieber Ottfried. Mein sehr geehrter Herr Fischer. Alles. Jetzt komme ich gerade nicht drauf.
alles, alles Gute. Ach so, ja, richtig. Und jetzt? Jetzt gehen, wir jetzt hin? Jetzt gehen wir an den Stammtisch, du Trottel. Okay. Hallo Jungs. Hey, habe die Ehre. Ah. Oh, hey. Oh, so, Dankeschön. Ein Sektschall. Ein Sektschall. Ihr habt es ja richtig nett heute. Michi, willst du was sagen? Ja, sag ich dabei was. Ich werde es jetzt versorgen mit dem Kuchen, dann kann ich dabei sagen. Und zwar, das waren nicht die einzigen Kollegen, die wir vorher auf der Matz gesehen haben. Es gibt nur haufenweise Vielen Kollegen Dank. Und die wollen wir auch noch zeigen. Bitte nochmal Vorhang auf, Matz ab. Man kommt mir ja gar nicht zum Essen. Ja, Das Schlachthof war mein allererster Fernsehauftritt und da war ich, Monate vorher war ich total aufgeregt und habe Albträume gehabt, dass ich dort ankomme und dann mache ich meinen Gitarrenkoffer auf und es liegt nur noch ein Bräderhaufen drin und der Otti sagt dann, ja schade, jetzt bist du spät gekommen, die sind schon weg, das Publikum und solche Sachen habe ich vorher geträumt. Was uns der Ottfried bedeutet, also er ist einfach ein super Typ und also ich habe immer gestaunt, wenn ich ihn so gesehen habe und er hat voll losgehauen und total... Nicht Schweizerdeutsch, weil es Hochdeutsch, wir müssen das Hochdeutsch jetzt sagen. Ja, aber warum denn? Wieso? Also wenn Ottfried loslegt, verstehe ich den auch nicht. Ja, der Schlachthof war natürlich in den Anfangsjahren die Sendung, wo man unbedingt mal hin wollte. Und das hat bei mir relativ früh geklappt, zum Glück. Was wollte ich ihm schon lange mal sagen? Ja, zum Beispiel, dass er mir noch 11,80 Euro schuldet von damals in der Fraunhofer Schuppenstube. Aber schwamm drüber. Wurscht, ob ich in Hamburg, in Wien oder... In Bozenspul, überall kommen die Leute noch her und sagen, wir haben sie in Otti Schlachthof entdeckt. Genau, und da wollte ich mich bedanken. Ich wünsche Ottfried eine Freizeit, die du so verbringen kannst, wie du dir das vorstellst. Vielleicht mit Kracher lassen. Was wünsche ich ihm? Dass er jetzt wirklich einmal das Golfspielen, was er ja so gern macht, bei ein bisschen... angehen kann und wenn es bloß Minigolf ist, dass er einfach mal gegen den Ball haut. Ja, eine glückliche Hand beim Umgang mit der Kreditkarte und vor allem wünsche ich dir keine Schlagzeilen mehr in der Bildzeitung. Und, tschö. Ja, mach einfach. Nee, Ottis Schlachthof ohne Otti, das wäre ja praktisch wie eine Münchner Runde ohne Sigmund Gottlieb und es geht. Also das, obwohl das dort schon gut gehen. Sehr gut, glaube ich. Optimal. Ottfried, spätestens jetzt musst du es auch wirklich ruhig angehen lassen. Ja, sollen wir wieder miteinander lesen? Bevor es weitergeht, noch was in eigener Sache. Sie können auch diesen letzten Otti-Schlachthof ab heute 7 Tage lang in der Mediathek des Bayerischen Fernsehens sehen und einen Podcast dieser Sendung finden Sie auch. Alles auf br.de. Entschuldigung, ich habe langsam das Gefühl, es ist ernst gemeint. Ja. Wir hören auf, oder was? Ja, ich habe gesagt, wir hören auf, wenn es du sagst, haben wir gesagt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, genau. Ja. Mein nächster Gast schaut immer recht treuherzig. Dabei ist er ein Meister der Finden. Keiner zerlegt Modeerscheinungen so schnell in ihre Einzelteile wie er. Ich mache es halt ein bisschen langsamer, dass wir es mit nach Hause nehmen können. Und dabei zieht er uns degenerierten Bürgern. Wir fressen Torte im Fernsehen, wir saufen... So schlimm ist das nicht. Bühne frei für den Ingolstädter, den man herzeigen kann. Günter Grünwald! Das gibt's ja nicht, oder? 17 Jahre Otti Schlachthof. Das ist. Ich finde es so unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Das ist das, was mir da wirklich zu schaffen macht. Ich sehe doch noch bei der ersten Sendung, sehe hier einen Otti noch da hocken.
rank und schlank war er damals noch, ist wirklich unglaublich. Und jetzt sind 17 Jahre vorbei. Das ist wirklich, das ist, und ich weiß schon, das ist eine Binsenweisheit, aber ich habe wirklich das Gefühl, je älter das man wird, desto schneller vergeht auch diese Zeit. Wirklich, weil wenn man jung ist, dann vergeht die Zeit so langsam. Ich finde manchmal, das ist wie so eine Spirale ein bisschen, weißt? Wenn man jung ist, vergeht die Zeit so, weißt? So rum, rum und dann immer mehr rum, 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 knick. Und das ist wirklich, wenn man jung ist, vergeht die Zeit langsam. Ich weiß doch noch, wie ich ein kleiner Bub war, am zweiten Weihnachtsfeiertag hat man immer gesagt, Mensch, das gibt's ja nicht, das dauert ja ewig, bis wieder Weihnachten ist. Und heute ist es so bei mir, ich lerne Christbaum nicht mehr ab. Mach ich nicht mehr. Ja, ich bin doch nicht blöd. Ich hab vor 2 Jahren hab ich einen Christbaum abgelehrt. Alles in den Kellern untertragen, nimm ich den alten Baum, trage ihn raus bei der Tier und ich bin mir selber begegnet, wie ich einen neuen wieder reingetragen hab. Ja, so, das gibt's ja nicht. Wahnsinn, wirklich. Je älter das man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Und dann gibt's wieder ein Phänomen und da weiß ich nicht. Ich glaube, das hat was mit Verwerfungen im Raum-Zeit-Kontinuum zum Tor. Weil manchmal ist so, wenn man alt ist, dass dann Zeit wieder total langsam vergeht. Gibt's auch. Ich habe mal eine alte Frau gesehen, die war locker 95. Die wollte mit ihrer Gehhilfe über die Treppen runtergehen. Das hat dauert, hat das. Wirklich. Wir sind 5, 6, sind wir hinter ihr gestanden und haben gesagt, geht's noch langsamer. Und auf einmal ist dann wieder total schnell gegangen, weil die hat so Gesundheitsschuhe angehabt, weißt du? Und die haben so eine Gummisohle. Und da musste auf so ein Radl von der Gehhilfe hinaufgekommen sein und brumm, da bumm. Drum, drum, da bum, 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 da bum, 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 bum. Und da frage ich mich vielleicht schon, warum heißt das Gesundheitsschuhe, wenn man sich damit das Knack bricht? Also ich meine, da stimmt der Begriff nicht. Da stimmt der Begriff nicht. Und ich habe sogar manchmal das Gefühl, dieses Zeitempfinden, das schnell oder langsam vergeht, das hat nichts mit der Zeit zu tun. Überhaupt nichts, weil Zeit, sagen wir mal, eine Sekunde ist ja immer gleich lang, oder? Tack, tack, tack. Eine Sekunde sagt ja nicht irgendwann, boah, ist da warm herin, heute pressiert es mir gar nicht. Und dann dauert es länger, ist ja ein Schmarrn. Na, und darum glaube ich, Zeitempfinden hat viel mit dem Kopf zum tun. Ganz sicher. Weil sagen wir mal, Sie haben eine neue Freundin, verbringen mit ihr die erste Nacht. Am nächsten Tag in der Früh sagen Sie doch, boah, gibt's ja nicht, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Wenn Sie aber mit dem nackerten Arsch auf einer heißen Herdplatte sitzen, da können Sie ja Minuten hinziehen. Ja, das ist, so ist es. Und aber ich bin mir ganz sicher, wenn vor 25 beziehungsweise vor 17 Jahren sind das jetzt, ich habe das einmal umrechnen lassen, weil wir haben jetzt Euro, das ist vor 17 Jahren, 1995, wenn damals, bei der ersten Sendung vom Otti, wenn damals einer zu ihm gesagt hat, du Otti, die Sendung, die machst du 17 Jahre lang. Ich weiß, was der Otti gesagt hätte. Der hätte gesagt, naja, 20 wären auch nicht schlecht. Günther, du weißt es ja noch. 17 Jahre volles Haar, so stand ich vor dir. Genau. Also, Günther. Oh, danke. Danke. Es ist ja immer wieder, danke, was die Leute am meisten interessiert. Die Nachfolger. Die Nachfolger, genau. Und ich habe da einen Zettel aus der Chefetage des Tschechischen Rundfunk. Du meinst ja Geld drin? Ja. Das weiß ich schon. Das schaut verdächtig aus, das meine ich. Big Ben, das ist der Bulle von Tölz in der Tschechei. Der kommt nicht vor. Also als Nachfolger werden gehandelt Dieter Hildebrand, Michael Mittermeier, Helmut Schleich, Monika Gruber, Bruno Jonas, Michael Altinger, Richard Rogler, Christian Springer, Urban Priol, Frank-Markus Bauwasser, Willi Astor, Günter Grünwald, Andreas Giebel, Luise Kinzia, Django Asyl, Matthias Tretter, Klaus von Wagner, Josef Hader, Philipp Weber, Jochen Malmsheimer, Georg Schramm.
Und wenn jemand nicht genannt ist, rein zufällig und ohne Absicht. So. Mama. Der erste Schlachthof. Das war 95. Hat sich seitdem was verändert? Bei mir hat sich insofern was verändert, dass weniger Haare auf dem Kopf sind und mehr auf dem Buckel wachsen, kann ich sagen. Aber ansonsten, als älter sind wir geworden, gescheiter, weiß ich nicht, Günther. Was? Ich schon. Aber man merkt es nicht. Ja, ich dachte, was erschreckend ist, dass sich eigentlich so wenig verändert hat. Wir schauen irgendwie noch genauso gut aus und ich habe nächste Woche einen Termin beim Optiker. Mir hat einer verzeiht, ein Trompeter erkennt seinen Optiker nicht vom Sehen. Also ich habe gestern was gesehen, wo man gesehen hat, wie sich die Zeit verändert. Und zwar sehr, weil wir haben gestern geprobt, die Monika und ich. Und da hat es mir es muss ein Versehen gewesen sein, was gesagt. Und da ist, sage ich mal, der Gletscherrhythmus. Rückgang, also nichts dagegen. Sag einmal deinen Führerschein. Na. Da bin ich noch Günther geheißen. Das ist echt ein Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn. Na ja, ein bisschen was Einfaches, aber ganz nett. Landmaschinenmechaniker. Du hast vor 17 Jahren ausgeschaut wie deine 10 Jahre ältere Schwester. Lass den Helmut auch mal was sagen. Ja. Ach, passt schon. Mittlerweile, was hat sich verändert? Mittlerweile bin ich fast korpulenter wie du. Ja, das brauchst du durch die Drohnen. Ja, ja. Urban, was hat sich verändert? Ja, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie ist hier, es gibt seitdem, also damals gab es noch kein alkoholfreies Weizen. Da hätte ich ja drauf verzichten können. Also man will ja irgendwie dann doch so. Aber der Schabrackentapir war noch gang und gäbe. Der Schabrackentapir war damals, das war die erste mit Andreas Giebel, als wir da waren. Und da ist mir jetzt auch schon, dass die Dummheit sich nicht geändert hat. Weil als die amerikanische Wahl im Vorfeld mit Romney, der durchgeknallte, dem sie doch die Zwangsjacke vorher noch schnell weggenommen haben, sonst hätte er nicht. Und, als da seine Frau ankam und hat gesagt: Ich habe mit gestern gefragt, kannst du Amerika retten? Und er hat ja gesagt. Und da habe ich an diese amerikanischen Verkaufssendungen in Mitte 90er Jahre denken müssen. Und jetzt pass gut auf, Mike. Ich gebe ein paar Tropfen Blut vom australischen Schabrackentapir auf diesen edlen Flocati-Teppich. Oh nein, Joe. Du meinst, du gibst Blut und vom australischen Schabrackentapir. Guck mal, das hat sich Was sich nicht geändert hat, ist, dass der Urban, der damals schon immer wieder nur ein schnelles Solo ausgetaucht. Ja, sehr gut. Sehr gutes Solo. Urban war einer meiner liebsten Gäste, da habe ich eigentlich nichts sagen brauchen. Aber wir machen jetzt weiter. Und zwar machen wir weiter mit Leuten, die mit dir sehr vertraut sind. Und da schicke ich jetzt mal kurz einen Willi auf die Bühne rauf, weil der macht mit denen jetzt was miteinander. Und zwar, du spielst seit geraumer Zeit jetzt, oder seit 2-3 Jahren mit dem Heimatlosen zusammen, ein fantastisches Musikquartett. Und ich würde sagen, da haben wir jetzt eine Überraschung für dich. Sondersgleichen, Vorhang auf für die Heimatlosen und Willi Astor. Freitag hat geleuchtet, wenn der Otti kam, und daheim, da saßen alle Kabarettfans zusammen. Jetzt dann gleich ist der letzte Schlachthof, der Schlachthof von gestern. Vorbei ist dann mit Liebe Stammtisch, Brüder und Schwestern. Doch bevor's zum Abschied leise Servus sagst, sei hier noch erwähnt. We are Fisherman's Friend. We are Fisherman's Friend. We are fisherman's friend, friend. We are fisherman's friend. Wie geht's jetzt weiter? Was hast du für Pläne? Lass dich tätowieren, wie schaut's aus mit der blonden Mähne? Es bleibt schon ein bisschen Wehmut
irgendwie, dass du aufhörst, halten viele für eine Idiotie. Doch bevorst du jetzt aus dem Schlachthof gehst, sing mal noch vorm End. We are fisherman's friend, 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 we are fisherman's friend. Du hast Humor, bist sensibel und ich will noch anführen, Gott sei Dank lassen Dicke sich schwerer entführen. Du bist ein Bauchmensch und eins ist sicher, der 60er bist trotzdem ein meisterlicher. Hast vom Schlachthof 173 Folgen gestemmt. We are fisherman's friend, we are fisherman's friend, we are fisherman's friend, we are fisherman's. We are fishermen's friend. We are fishermen's friend. We are fishermen's friend. Wie geht's jetzt weiter? Es wird schon getuschelt, denn keiner hat so schön und schnell wie du genuschelt. Drehst du jetzt ein Krimi in Konstantinopel oder wirst du Germany's next top Moppel? Weil irgendwie uns sowieso das Leben weiter rennt. We are fisherman's friend. 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 Let's get on with it, alle. We are fisherman's friend. Oh, we are fisherman's friend. We are fisherman's friend. We are fisherman's friend. We are baby. Alles Gute. Ja, also. Kommt ihr mir heim? Ihr verzeiht mir seit einem Jahr, ich kenn's bloß all die. Und jetzt, ab 4. Dezember in der Nach- und Schieß, bin ich mit diesen Herren zu sehen. Die Heimatlosen an der Trompete, Klaus Reichstadter, Leo Gmelch an der Tuba, Ludwig Christian Mayer am Akkordeon und Cesar Granados am Sperrmüll. An der Ich danke Ihnen recht herzlich für diese 17 Jahre und möchte mich mit einem Gedicht von Ihnen verabschieden. Sagt er schon eins auf? Abschied vom Schlachthof. So schüttet nun die Zeit, so mächtig sich auf dich herab. Und während trocken von dem Guss du langsam wieder bist, schaust du zwar in die Richtung, niemals aber ganz das Grab. Halbzeit nennst du, wo Nachspielzeit der rechte Maßstab ist. Zeit für Neues, fordern nun des Lebens stete Brüche. Die Welt, sie ist noch nicht in Ordnung, gibt noch viel zu tun. Das Wort ist mächtig, braucht aber mehr als nur die Sprüche. Wer heute was zu sagen hat, hat keine Zeit zu ruhen. Dass dieses sei uns ein Vermächtnis, darf ich herzlich bitten euch. Tränchen quillt, wenn in meinem Sinne künftig ihr dabei. Es fließt doch weiter, bester alter Wein, füllt die neuen Schläuch. Freude deshalb, weil es so schön war, nicht Trauer, weil es vorbei. Und ich bin der Otti. Das ist der Bayerische Rundfunk. Da war ich daheim. Günter Grünwald, Christian Springer, Urban Priol, Monika Gruber,
Willi Astor und Michi Altinger und die Heimatlosen. Vielen Dank für alles. Danke. Danke. Meine